Hallihallöchen, ihr Arschlöcher, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spyro 3, Year of the Dragon. Dem ersten Projekt, wo ich mal von meiner normalen Beleidigung Spast abweiche und irgendwelche anderen wahllos gewählten Beleidigungen in den Raum werfe. Wir begeben uns heute in den Level Villa Sonne. Würde ich sagen, ist so ziemlich der Level, der am ehesten dem Intro-Level entspricht. Was in Spyro 2 ja so ein bisschen Glimmer war. Da sind wir ja direkt in einem richtigen Level gestartet und nicht wie hier in einer Overworld. Ja, sieht ja so ein bisschen römisch aus, ne? Oh Gott, kannst du uns helfen? Eine Horde wilder Rhinoxe ist in unsere Stadt eingefallen und hat den Bürgermeister entführt. Oh, allerdings weiß ich bei den Römern nicht, ob die sowas wie ihr Gott gesagt hätten. Ich meine, die hatten doch mehrere Götter. Die haben doch so ziemlich ihren Glauben von den Griechen so ein bisschen übernommen. Diese Pflanzen hier sind für Checkpoints. Wer hätte das für möglich gehalten? Und Leute, das sind Rhinoxe. Die sehen ein bisschen aus wie Nashörner. So wie die Gnorks ein bisschen wie Frösche ausgesehen haben. Die Rhinoxe sind nicht gefährlich. Zumindest die, die wir hier vor uns haben. Die haben nur so ein kleines Schild und außer vor uns stehen und zu zittern oder eventuell auch wegzulaufen, machen die gar nichts. Das kennen wir ja von den Gnorks. Irgendwie haben die Rhinoxe mit den Gnorks relativ viel gemein. Überhaupt hatten die, glaube ich, im zweiten Teil keine Bezeichnung gehabt. Und wie die Gnorks lassen sie natürlich auch Edelsteine fallen. Passt ja. Was hat der Geselle hier denn zu sagen? Diesen beiden Rüpeln haben wir es aber gezeigt. Wenn sie mir nicht zahlenmäßig überlegen gewesen wären, hätte ich sie längst fertig gemacht. Ja, sie waren so viele. Diese Armee. Dagegen hattest du ja keine Chance. Natürlich waren wir das zusammen in brüderlicher Zusammenarbeit. Weil du so viel gemacht hast. Ihr wisst ja noch, Geld sagt zwei und so. Ich glaube, hier stelle ich sogar extra mal einen Geldsack-Cover für und füge das hier ein. Bärs. Wieso mache ich mir eigentlich mit diesem Let's Play so viel Arbeit? Das ist irgendwie nicht so natürlich. Dieser Rhinox ist zu groß, um ihn umzurennen. Du musst ihn abfackeln, indem du die Kreistaste drückst. Indem ich die Kreistaste drücke. Seht ihr das, was er da in der Hand hat? Das ist eine Hähnchenkeule. Der etwas größeren Art. Ich möchte das Huhn sehen, das diese Keule fabriziert hat. Die sind im Gegensatz zu den kleinen Rhinoxen kein Stück ungefährlich. Also eigentlich schon, aber die rennen nicht vor uns weg und fangen an zu zittern, sondern die versuchen in der Tat wenigstens überhaupt irgendwie uns zu verletzen oder uns in irgendeiner Art und Weise aufzuhalten. Was man von den anderen ja nicht so wirklich sagen kann, ne? Hier ist ein Ei. Vanessa. Hui. Warum sind die alle so talentiert? Spyro kann keinen Salto einfach so aus dem Sprung. Einfach aus dem Stand raus so mal eben Salto hinzaubern. Das kann der Spyro nicht. Der kann nur rumwuseln ganz viel. Und Feuer spucken. Spyro. Hallo Zoe. Habe ich eine Elfe berührt und zwar so. Das bedeutet, dass dein Fortschritt gespeichert wird. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, bringe ich dich an den Ort zurück, an dem du zuletzt berührt wurdest. Wisst ihr, das Zapp oder das gezappt werden, habe ich ja verstanden. Das klingt so elfenmäßig, es klingt wenigstens nach einem Zauber, aber berührt werden. Hallo, wer hat sich... Das klingt ganz, ganz falsch. Aber sowas von falsch. Nun, ich würde sagen, den Bereich mit Sheila mache ich später, weil ich nicht weiß, ob ich den Checkpoint dann noch kriege oder ob ich die... Kann sein, dass ich die Pflanzen dann nochmal von Neuem alle abfackeln muss. Das fände ich nicht so dolle. Deswegen Miles. Der behält seine Eierschale wohl.
warum auch immer, was auch immer er damit vorhat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Eier es in diesem Spiel insgesamt gibt. Kann man das? 36. Nein, das kann's doch. Nein, Moment. Bad Sonnenaufgang Welten. Die haben insgesamt 36. Ach so, 148. Da unten muss ich gucken bei Gesamt. Und 15.000 Edelsteine gibt es. Das sind ja nochmal 5.000 mehr als in dem letzten Teil. Allerdings ist, glaube ich, ein Drittel davon oder so alleine in der letzten Schatzkammer oder so. Da gibt's wieder wie bei Spyro the Dragon, was ich sehr nice finde, wieder am Ende so ein extra Level mit ganz viel Bonus-Edelstein. Da ist das Huhn. Oder ein solches Huhn. Ich korrigiere mich, da war ein solches Huhn. Okay. Darf ich anmerken, dass dieses Huhn dreimal so groß war wie wir selbst? Ist natürlich nur grob geschätzt. Es könnte natürlich auch viermal so groß gewesen sein. Danke für die Hilfe, aber ich denke, ich hätte ihn auch gleich geschafft. Ja, so wie du es schaffst, fehlerfrei zu sprechen. Also er hat es ja geschafft, fehlerfrei, aber der Anfang war irgendwie... hatte so einen Ruckler. Ja. Das ist wohl der Bürgermeister. Danke, dass du meine Stadt gerettet hast. Als Bürgermeister will ich dich mit einem unserer riesigen Hühnereier belohnen. Okay. Sanders. Der wird Tänzer. Also, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Es war ja auch kein Huhn. Aber wenn du das so sagst... hier geht es in einen anderen extra Bereich des Levels. Damit ihr das auch mal seht. Ist nämlich sehr interessant. Oh, hier der Könnerpunkt. Da. Aber jetzt gerade möchte ich erst den Teil mit Sheila machen. Das ist zwar viel mehr Hin- und Her-Rennerei. Aber... ich will das so und dann mache ich das so. Außerdem bin ich dann, wenn ich den Teil, den anderen Teil geschafft habe, bin ich dann quasi direkt vorm Levelende. Und kann direkt aus dem Level rausmarschieren. Wie sich das gehört. Ich merke, die Dialoge ziehen die Level nicht so in die Länge wie jetzt. Die Dialoge in Spyro 2, weil es einfach weniger Dialoge sind. Beziehungsweise... Hey Spyro, hier wimmelt es von Rhinoxen. Vielleicht kann ich auf der Spitze des Turms ein wenig Ruhe finden. Ja, vielleicht. Beziehungsweise... oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Ja, Marco. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rhinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Ich für dich. Kannst du das nicht irgendwie selbst? Ist es nicht die Aufgabe von dir, das zu tun? Wieso eigentlich... wieso ist das eigentlich ein Bereich extra für Sheila? Ach so, weil wir hier so hoch springen können müssen. Das ist natürlich was anderes. Die sehen auch wieder sehr römisch aus. Was wollte ich jetzt... irgendwas... wisst ihr, das Spiel hat mir so dreimal dazwischen, zwei, dreimal dazwischen gefunkt und dann irgendwann hat man es dann schon wieder vergessen. Ach ja, es sind nicht weniger Dialoge, sondern vielmehr fehlen die Sequenzen am Anfang und am Ende des Levels, glaube ich. Und die Dialoge sind irgendwie weniger wichtig. Oder weniger aussagekräftig. Sie sind einfach nicht so... ich weiß nicht. Sind nicht mehr das, was sie in Spyro 2 waren. Und das ist es auch, was ich hier sehr schade finde an dem Spiel. Hier ist noch ein extra Bereich. Natürlich, ich weiß das Spiel natürlich genauso auswendig, wie ich Spyro 2 und 1 auch schon auswendig kannte. Nur nicht ganz so, weil den habe ich, glaube ich,
fast sogar am wenigsten durchgespielt, kann sein. Eben weil ich den im Nachhinein dann doch nicht mehr so geil fand. Habe ich den dann im Nachhinein weniger gezockt. Aber wo das noch neu für mich war, fand ich den richtig geil. Da war das für mich der Beste so eine Zeit lang. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, auf andere Spielelemente zu achten. Und auf andere Dinge in einem Spiel wertzuschätzen. Und irgendwann hat jemand seinen Speer genommen und mich aus einem Turm geschubst. Und das habe ich dann nicht gemocht. Und deswegen ist das Spiel für mich jetzt weniger beliebt. Nein. Das war ein tiefer Sturz. Wisst ihr, ich spiele Sheila jetzt nicht wer weiß wie gerne. Sagen wir es so. Beziehungsweise die anderen Charaktere zu spielen ist zum Teil einfach nicht so unterhaltsam, wie es vielleicht sein sollte. Es ist nicht schlecht. Aber mein PC rauscht, wie nur er rauschen kann. Wisst ihr, habt ihr das auch? Hattet ihr auch mal einen PC, der euch das Gefühl gegeben hat, dass es sich dabei in Wahrheit um einen Staubsauger handelt? Das würde ja erklären, wieso da immer so viel Staub drin ist. Aber okay. Was? Marco hat dich geschickt? Ich habe eine gerichtliche Verfügung gegen ihn. Das soll Rapunzel sein, okay? Die hat ja gar nicht so langes Haar. So langes Haar. Hat die überhaupt Haar? Und wieso hat sie eine gerichtliche Verfügung, Lucy? Wenn du Marco siehst, sag ihm bitte, dass ich ausgezogen bin. Die haben wohl eine Trennung hinter sich. Nicht zuletzt heißt der Prinz in dem Märchen Rapunzel auch nicht Marco. Ich glaube zumindest nicht, dass er so heißt. Ich sehe gar nicht ein, wieso ich hier jetzt den Weg ganz normal zurücklaufen sollte. Wisst ihr, mit Spyro könnte ich jetzt einfach einmal gleiten und dann wäre ich da. Ich könnte natürlich. Heißt auf gut Deutsch, ich kann nicht. Aber es wäre schön, es zu können. Was hast du zu sagen? Sag was. Sag was. Sag was. Daneben nicht. Irgendwie hat mich diese Rapunzel ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Kann sein, dass ich auf den Namen des Drachenbabys eingehen wollte, Lucy, glaube ich. Und dann irgendeine Elfenlied-Anspielung bringen wollte, aber dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Ignorieren wir das einfach mal und gehen voll fresh. Guck mal, da ist ein Huhn. Ich hoffe, es ist nicht das einzige. Doch, ist es. Guck mal, da ist ein Huhn. Weißt du, es ist ja nur bestimmt viermal so groß. Doch, das ist doch das ist viermal so groß wie ich. Ich kann nicht mal so hoch hüpfen, so groß ist das. Selbst wenn ich eine wirklich sehr beschränkte Sicht hätte, sollte mir dieses Huhn doch auffallen, wenn ich vor dir stehe. Warum musst du dann also sagen, guck mal, da ist ein Huhn? Es erinnert mich an eine gewisse sprechende Mütze. Die hat auch immer so Sachen gesagt, die eigentlich ziemlich offensichtlich waren. Hi, oh, hi Jäger. Spyro. Ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden. Aus der könnte man eine prima Skatebahn machen. Hast du Lust, deine Skateboardkünste zu testen? Nicht jetzt. Ja, du solltest besser erst ein bisschen üben. Komm einfach zurück, wenn du bereit bist für die Herausforderung. Das ist nicht das Problem. Vielmehr möchte ich erstmal ein paar Edelsteine sammeln. Weil ich weiß, es gibt hier einige Edelsteine, da kommt man vom Skateboard nicht so gut ran. Skatebahn ist ziemlich treffend.
Aber Gladiatorenarena? Alles, was hier wirklich an eine Gladiatorenarena erinnert, sind... lasst mich nachdenken. Eigentlich nur die Dinger hier. Und sonst irgendwie gar nichts. Okay, okay. In diesem Level gibt es wieder einen Könnerpunkt. Ich glaube, das reicht. Mehr, den Rest können wir auch so holen. Glaube ich. Wie viel brauchen wir denn noch? Lasst mich nachsehen. 42. Boah, kann ich gut rechnen. Bist du bereit für eine Herausforderung? Ja. Ich wette, dass du nicht alle 15 Eidechsen, die hier rumlaufen, fangen kannst. Komm einfach zurück, wenn du ein paar Bordtipps vom Meister haben willst. Vom Meister? Woher hast du eigentlich die Hose? Ich will auch Hosen haben. Nein, ich bin ja ein Drache. Drachen brauchen keine Hosen. Hosen sind was für Leute wie Jäger. Hosen sind was für Spießer. Wir können, wie ihr hier seht, das war ziemlich schlecht, wie ihr hier seht, Echsen jagen. Und auf dem Board können wir auch einige Tony Hawk Tricks machen. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsfeature, aber es ist ja mal was, ne? Für Leute, die sich kein Tony Hawk leisten konnten. Oder vielmehr, die sich einfach nie eins gekauft haben. So wie mich zum Beispiel. Au. Und das funktioniert in etwa so, wir müssen immer gerade und vor allem immer nach vorne landen. Also mit dem Gesicht nach unten. So wie ein wahrer Profi. Aber halt immer, ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Nein. Immerhin einen. Einen habe ich immerhin erwischt. Da ist ja noch eine. Wo sind denn die überall? Kann sein, dass die Zeit schon abgelaufen ist. Gerade. Gerade ist... Nee, ist es überhaupt um Zeit? Oder habe ich mich irgendwie so ein bisschen verguckt? Könnte natürlich auch sein. Sehen wir dann ja. Guck mal, wo ich alles hin kann. Das wusste ich nicht mal, dass das geht, aber okay. Hui. Hui. Eine noch. Hey, das war super. Okay, es war nicht um Zeit. Und während du geskatet bist, habe ich das hier in einer Eidechsenhöhle gefunden. Also, immer wenn ich hier vorbeigefahren bin, standst du noch da. Emily. Okay. Die hat irgendwie nichts gemacht. Wenn du alle Eidechsen fangen kannst, ohne dabei drauf zu gehen und bevor die Zeit abläuft, könnte ich vielleicht noch ein Ei rausrücken. Es wird aber nicht einfach. Ich finde das so bescheuert. Spyro und Jäger begeben sich in die vergessenen Welten, um Dracheneier zu sammeln. Und Jäger findet komischerweise immer dann, wenn wir irgendwelche Aufgaben schaffen, Eier. Und komischerweise sagt er solche Sachen wie, wenn du das und das schaffst, kriegst du von mir ein Ei. Ich meine, ist es nicht ein bisschen bescheuert? Mir ist aufgefallen, die Herausforderung hat gar nicht begonnen, aber ich habe alle Edelsteine. Immerhin. Wir müssen Jäger dafür nochmal ansprechen. Hol sie dir, Spyro. Okay, ich werde sie mir holen. Es wird ein längerer Part. Der Skatepark braucht ein bisschen länger. Es ist nur um Zeit und wir dürfen keinen Unfall bauen. Sollte jetzt nicht allzu schwer werden. Haben wir ja letztes Mal auch nicht. Hust, hust. Also nicht einen jetzt, der sonderlich von Bedeutung war zumindest. Nicht einen, den man auch mit ein bisschen mehr Skill hätte verhindern können.
Kommt! Nein! Scheiße! Och Mann. Och Mann. Ich bin jetzt nicht so ein Fan des Soundtracks, deswegen mache ich ihn noch nach. Nein, der von Spyro the Dragon, den fand ich schon noch besser. Und den von Spyro 2 auch noch. Alter! Wo? Was? Wie? Wollt ihr mich verarschen? Alter! Wie gut sind die? Die haben eine Spezialausbildung gehabt. Da bin ich mir sicher. So gut können keine normalen Echsen sein. Niemals. Niemals. So viel zur Spezialausbildung scheint sehr viel gebracht zu haben. Das wäre fast ein bisschen schief gegangen. Aber auch nur fast. Und das ist es, worauf es ankommt. Es darf nur fast schief gehen. Solange es nur fast schief geht, ist alles gut. Jetzt müssen wir hier drehen. So. Hier war ja noch eine. Ja, kommst du her. Gut. Wow, das war cool. Das war cool. War das ein Enderman? Da ist tatsächlich noch ein Ei in der Eidechsenhöhle. Ist so. Ja, da in der Eidechsenhöhle. Daisy. Duck. Nein. Die hat ihren eigenen Schwanz nicht gejagt. Ihren eigenen Schweif. Jetzt kannst du versuchen, den Streckenrekord zu brechen. Immer wenn du auf ein Skateboard steigst, wird eine Stoppuhr gestartet. Hol so viele Punkte wie möglich, bevor die Zeit um ist oder du stürzt. Viel Glück! Okay! Ach, wenn ich stürze, wird das... Wird die Zeit auch angehalten? Das ist mir aber irgendwie neu. Ihr seht, wir können hier Punkte machen. Wow. Für bestimmte Tricks. Zum Beispiel... Den hatte ich eben schon. Ja, da sieht man auch schon, wenn wir Tricks wiederholen, bekommen wir dafür die gleiche Punktzahl. Nicht mehr, sondern wir bekommen da weniger für sowas. Was rede ich da? Das wollte ich so nicht. Nein, nein, das war nicht in meinen, das war nicht meine Absicht. Boah, ja, gleich drei auf einmal. 2000. Was, wir haben jetzt schon den scheiß Streckenrekord gebrochen. Wir haben jetzt schon den verkackten Streckenrekord gebrochen. Das ist mir früher so schwer gefallen, wisst ihr? Früher. Damals war alles noch ganz anders. Damals bin ich nicht gegen so komische Dinger geknallt. Ich glaube, wenn ich das auch viermal schaffe, kriege ich auch viel mehr Punkte dafür. Das möchte ich noch machen. Vielleicht kriege ich die 10.000 ja auch noch zusammen. Wer weiß. Nee, es war nur dreimal. Nee, ey, ich mache das doch viermal. Was wollt ihr von mir? Ach so, das... Viermal vorwärts oder so gibt auch sau viel Punkte, merke ich gerade. Ja, Streckenrekord gebrochen, würde ich sagen, ne? Damit haben wir diesen Level endlich fertig. Ein Part mit ziemlicher Überlänge, aber wir hatten auch viel zu tun. Sehr viel zu tun. Also viel Nebenkram und so. Ne. Der Level ist, soweit ich das sehe, geschafft. Ja. Okay. Dann gehen wir wieder nach Hause. Die zweite Warnung.
Schau an, Jäger. Es ist die schaurige Zauberin. Ich habe euch bereits gewarnt, dieser Ort ist nicht für kleine Drachen und... Miezen. Danke, aber wir können selbst auf uns aufpassen. Versuch auf das aufzupassen. Komm wieder, wenn du ausgelernt hast, okay? Sag mal, kommt es nur mir so vor? Oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? Das Abenteuer geht weiter. Okay, das hatte ich zwar noch in Erinnerung, aber nicht mehr, wann genau das jetzt kam. Ja, Spyro schüttelt da bewusst seinen Kopf und auch zu Recht. Nun, der Part hat jetzt noch mehr Überlänge dadurch bekommen, aber okay. Wir gehen in den nächsten Part, in den Level Wolkentürme. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und verpisst euch. Ciao.